Hallo miteinander. Als die Australier die Fahrzeuge evaluiert haben, sind wir natürlich eingeladen worden und haben sie dürfen besuchen. Bevor wir das Büro betreten haben, sind wir als erstes instruiert worden über ihre Sicherheitsmassnahmen. Wir haben dann gerade mal eine gelbe Schille bekommen, eine Warnweste, haben dann müssen Sicherheitsschuhe tragen, sogar im Büro. Und als wir ihre Briefsortierung anschauen, haben wir sofort einen Helm bekommen, den wir die ganze Zeit tragen mussten. Es erstaunt darum nicht, dass in diesem Fahrzeug einige Sicherheitsfeatures eingebaut sind. Zum Beispiel die gelbe Farbe, wo wir so viel wie möglich haben müssen drauf tun. Und dann haben sie ein spezielles Warnsystem drin, wo man einen Knopf drücken kann. Wenn der Knopf irgendwie ein Fahrzeug in ganz Australien gedruckt wird, dann wird sofort ein Alarm in die Zentrale übertragen und dort etwas ausgelöst. Sie haben auch etwas, wenn sie zu viel Seitenneigung haben oder sogar zu viel Seitenbeschleunigung, dann wird auch sofort eine Warnung ausgelöst und übertragen. Die Australier haben sehr mit der Sicherheit. Nicht alle Verbesserungen führen zu einem positiven Resultat. Die Australier haben sehr viele Schlaglöcher in der Straße. Also haben wir ihnen die Federsitze eingebaut, die den Komfort verbessert. Das hat aber dazu geführt, dass sie nur noch schneller über die Randsteine blochen. Wir mussten wegen dem die Vorderteile verstärken, wir mussten die Federung verbessern, die Dämpfung verbessern und auch hinten an der Achse mehr Feder weggeben.